Ja, und einen wunderschönen guten Abend, 20 Uhr, 29.09.2019. Ja, vor 20 Tagen war es der 9.09. und da hat OkiTalk das neue Gästebuch eröffnet. Das zweite mittlerweile. Danke erstmal für die vielen Schreiber, die uns da das so schön begnügt haben. Heute ist wieder eine Schnapszahl, 29.09.2019 und noch die 20 Uhr. So, jetzt haben wir genug erzählt. Heute begrüßen wir Jutta Suffner. Genau, und da heißt es heute, das Geheimnis, jung zu bleiben. Ihr dürft natürlich wieder mit Jutta ins Gespräch kommen auch. Es ist ihre zweite Sendung. Sie stellt sich gleich nochmal vor für die Menschen, die euch, die Jutta noch nicht kennen. Ihre Homepage gebe ich auch sofort bekannt, denn das sollte man immer am Anfang sagen. Da heißt es www.juttasuffner.com. Geht mal auf ihre Seite sofort und vielleicht ergeben sich auch von ihrer Homepage heute Abend noch ein paar Fragen und wir freuen uns. Der Außenchat ist geöffnet, Telefon Österreich, Festnetztelefon ist freigeschaltet, 0043 Landesvorwahl. Dann heißt es 720-518-19 und die 7. Der Jan ist heute bei uns und wird heute den Chat wieder ein bisschen betreuen. Und da ist er auch schon drin im Chatbereich und steigt einfach ein. So, heute, ja, das Geheimnis. Ja, ich frage mich mal, wie kann man denn ein Geheimnis haben? Alle wollen jung bleiben. Aber heute heißt es das Geheimnis, jung zu bleiben. Also gibt es anscheinend ein Rezept, zumindest jünger, länger zu bleiben, vermute ich. Wie definieren wir Gesundheit? Ist Adoption, Anpassung eventuell das Schlüsselwort, um unser gesamtes Körpersystem im Gleichgewicht zu halten und damit unsere Gesundheit? In den letzten Jahrzehnten haben sich die Umweltbelastungen massiv geändert. Unser Körper ist aufgefordert, sich immer schneller an diesen Umständen anzupassen. Aber wie ist das machbar? Ursprünglich schulmedizinisch geprägt als Diplom-Ingenieur Biomedizin und Heilpraktikerin sowie über 30 Jahre Erfahrung im Gesundheitswesen in Europa und Kanada erfährt Jutta Suffner innerhalb dieser Zeit einen massiven gesundheitlichen Einschnitt. Umdenken ist angesagt. Welche Maßnahmen ergänzend zur Schulmedizin können dazu beitragen, das Gleichgewicht des Menschen langfristig aufrecht erhalten? Der Weg führte über die Energie- und Informationsmedizin bis ins Pflanzenreich. Wir können von der Überlebensstrategie der Anpassungsfähigkeit, Frucht der Welt, der wild wachsenden Blaubeeren vieles lernen. Nach einem Brand gibt es sich nicht auf, sondern wächst mit enormer Kraft wieder zum Leben und entwickelt sich stärker als zuvor. All diese über Jahrtausende Jahre gespeicherte Informationen können wir mit ihr aufnehmen und für unser Leben und unser Wohlbefinden nutzen. All dies zeigt uns, dass die Informationsmedizin auch im Pflanzenreich wieder zu finden ist. Ja, es gibt dann halt, wie gesagt, juttasuffner.com, das habe ich schon gesagt. Dann hat sie noch eine zweite Empfehlung, Natur und Blaubeeren, www.blueantox.com. Ja, und die E-Mail-Adresse findet ihr auch. Das heißt info@jutta.suffner.com. Naturkraft Blaubeere für Mensch und Tier. Ja, sie ist bei mir und ich freue mich, dass sie da ist. Jutta, dein Thema, das Rezept, eine Möglichkeit, wohin die Reise geht. Ja, ich bin schon am Ahnen, aber dein Mikrofon jetzt erstmal hallo zu dir. Ja, hallo Klaus, ganz herzlichen Dank an alle, die zuhören. Ja, hallihallo da draußen, genau, das sagen wir nochmal. Jutta, ein Geheimnis, jung zu bleiben. Die Menschen sehnen sich ja schon ewig lang an, ja, ewig jung zu bleiben. Man sagte ganz früher in der Geschichte, da wurden die Menschen 100, 200, 300 Jahre alt. Ob das so ist, kann ich heute nicht nachweisen. Jedoch ein gutes, junges, gesundes Leben, jung zu bleiben, nicht die Wehwehchen zu haben. Ich glaube, das wünscht sich, sehnt sich so ziemlich an jeder.
Ja, ich glaube, es ist die Frage, was ist denn überhaupt jung? Weil für den einen ist jung, mit 80 noch Fahrrad zu fahren. Für den anderen oder für die andere ist vielleicht jung, mit 80, ich sage es jetzt mal ganz provokativ, noch eine aufgespritzte Haut zu haben ohne Falten. Und ich glaube, das ist erstmal ganz wichtig, dass man mal definiert, was verstehen wir unter jung? Ein junges Gehirn, junger Geist? Oder ist es nur begrenzt auf unsere körperliche Aktivität? Denn ich kenne ganz viele nach der Zahl des Alters ältere Herrschaften, die mit 80 jünger sind als viele mit 20. Ja, wir steigen schon ins Thema ein. Jutta, du, bevor wir jetzt richtig ins Thema einsteigen, ja, erstmal die Frage an euch, ja, was ist für euch jung? Das ist schon mal ganz wichtig. Schreibt uns das ruhig schon mal oder bringt euch gleich hier ein, schreibt uns wie auch immer. Jutta, du, bevor ich jetzt in das Thema schon einsteige, möchte ich aber nochmal zu dir nochmal kommen. Mal von deiner Seite aus eine Vorstellung. Ich weiß, dass du schon bei einigen Medien warst und hast auch schon ein bisschen Medienerfahrung gemacht. Magst du ein bisschen über dich erzählen? Ja, sehr gerne. Eigentlich bin ich sehr, sehr schulmedizinisch geprägt und habe eine ganz normale, solide Ausbildung gemacht als Radiologieassistentin und hinten dann ein Studium noch dran gehangen. Der Biomedizintechnik in Deutschland, war dann noch ein Jahr in Kanada, habe zum Thema neurodegenerative Erkrankungen geforscht, ein Jahr lang. Also da ging es um MS und alles, was du mittels Kernspintomographie entsprechend darstellen kannst. Und dann in Deutschland wieder fast 20 Jahre Ultraschalltechnologien in ganz Europa. Also ich habe Ultraschallschulungen, Seminare gemacht für alle Fachrichtungen und durfte natürlich dann in diesen 30 Jahren unendlich oder nicht unendlich viel, sondern sehr, sehr viel schulmedizinische Erfahrung sammeln und über die ich sehr, sehr dankbar bin. Und im Alter von 33 hat's mich dann aber mal ziemlich niedergebröselt mit einer Herzmuskelentzündung und da lag ich ein Jahr lang im Bett und war noch 3 Jahre in Rente und habe also insgesamt 7 Jahre gebraucht, um überhaupt wieder fit zu werden. Und laut Schulmedizin dürfte ich jetzt hier definitiv nicht so sprechen, aber ich finde mich ehrlich gesagt ziemlich lebendig, auch wenn die Prognose nicht so war. Und dieser ganzen Herzgeschichte bin ich sehr, sehr dankbar, denn dadurch durfte ich mich einfach anderen Dingen öffnen, ja, die es zwischen Himmel und Erde auch noch gibt, wie eben die Quantenmedizin. Ich habe dann Vitalstoffmedizin, Orthomolekularmedizin, habe viele Ausbildungen, Zusatzschulungen gemacht, den Heilpraktiker noch, um einfach zu erfahren, warum hat es mich damals so niedergebröselt und welche Möglichkeiten außerhalb der Schulmedizin gibt es denn noch, damit wir uns sozusagen, ja, trotz steigender Anzahl an Lebensjahren, trotz dieser Zahl, die immer da steht, trotzdem jung bleiben können. Und ja, da bin ich sozusagen täglich dabei, mich weiterentwickeln zu dürfen. Das ist so der im Kurzformat meine letzten 30 Jahre, wobei ich wirklich sagen möchte, Schulmedizin ist ganz wichtig, wir brauchen sie. Aber ich fände es einfach schöner, wenn man so eine Synergie bilden würde, Schulmedizin, Naturheilkunde oder auch die Informationsmedizin, können wir vielleicht nachher noch ein bisschen zu sagen, die ich jetzt auch hier in meiner Naturheilpraxis betreibe. Ja, eine Komplementärmedizin, darf man das so sagen? Wäre das das gute, richtige Wort? Ja, ich denke, das ist eine gute Geschichte, weil mein Ziel ist, einfach die Brücke zu bilden von einer Schulmedizin über die Naturheilkunde zur Informationsmedizin, so dass man das den Menschen auf eine sachlich seriöse Weise näher bringt. Denn auch ich war ein ziemlicher Dickschädel, muss ich sagen, und extremst schulmedizinisch und gehirngeprägt. Und auch ich habe sehr lange gebraucht, bis ich verstanden habe, Jutta, es gibt definitiv noch etwas anderes. Richtig, ich bin ja auch aus der Schulmedizin und bestätige das. Jutta, deine Medienerfahrung, man findet dich auch im World Wide Web. Magst du auch noch mal kurz darüber berichten? Ja, das war so ein Zufall. Also bei diversen Sendern wie Welt im Wandel oder Neue Horizonte
in diversen Zeitschriften wie Nutrition Press. Wenn da einer spezielle Fragen hat, einfach mich anschreiben an info@jutta-suff.com, findet man auch auf meiner Homepage. Und dann in der Schweiz bei diversen Sendern. Denn ich denke, es ist ganz wichtig, dass man dieses Wissen nicht für sich behält, sondern es weitergibt. Denn mein Ziel ist, dass die Menschen sich eben selber mit, ja, durch das gewonnene Wissen jung halten können. Wir kommen ja dann gleich noch darauf, wie man das im Einzelnen gezielt machen kann. Ja, gehen wir einfach mal ins Thema ein. Forever young, für immer jung. Und hat's genauso was mit der Definition möglicherweise zu tun, weil das Auge des Betrachters, wie das Wort heißt, Schönheit. Was ist Schönheit? Kann man auch sagen, was ist dann ewig jung bleiben? Hat's nicht was mit unserer inneren Einstellung zu tun? Wäre mal so meine Frage, wenn man an das Jungsein denkt, wenn Michael Rhodes auf der anderen Seite sagt, was macht uns alt? Das Denken. Und somit gebe ich dir das Mikrofon. Ah, ich kenne ein gutes Mittel gegen Wortfindungsstörungen. Ja. Ja, ich glaube, das ist wirklich eine Frage. Es ist ja so, alt werden wollen alle, aber alt sein möchte keiner. Und ich habe ja wirklich jetzt in meinem Umfeld oder auch in diesen verschiedenen Kliniken, in diesen unzähligen Kliniken, Patienten schallen dürfen, mit denen sprechen dürfen, jetzt auch in der Praxis. Und was mich so ein bisschen erschreckt, ist dieser, ja, ich sag mal, dieser Jungbleiben-Wahn, aber eher aufs Äußerliche, also dieses faltenfrei. Und das sehe ich jetzt nicht als jung. Jung ist für mich eher geistig und körperlich jung zu sein. Und ich finde es auch natürlich, wenn man sich einen 80- oder 90-jährigen Menschen anschaut, ja, dessen Gesicht die Falten zeigt, weil die erzählen ja eine Geschichte. Und das macht uns doch letztendlich als Menschen auch aus. Ja, man erkennt da die Reife, die Weisheit oft in einem Gesicht. Da gibt es sogar Gesichtsleser, aber das ist ein anderes Thema. Ja, wirklich wahr, die innere Jungheit, sich gesund und jung fühlen, einfach mit Energie. Das heißt ja, Ernährung ist wichtig, so ich als Krankenpfleger. Was nehmen wir zu uns, um die richtige Energie auch umzusetzen, ne? Oder? Bausteine des Lebens. Also ich glaube, ganz wichtig ist vielleicht einfach mal zu sagen, damit man das weiß, jede Zelle kann ja rein theoretisch auch locker 120 Jahre werden. Das ist ja überhaupt gar kein Problem, wenn wir zur Welt kommen. Und jetzt ist es aber so, ab dem Zeitpunkt, wo wir anfangen zu atmen oder schon die 9 Monate natürlich, es geht natürlich schon vorher los, wenn der kleine Böppele da im Mutterleib ist, in diesen 9 Monaten hängt es natürlich auch schon davon ab, was die Mama isst, trinkt, wie sie lebt, wie ihre Gedankenkraft ist. Und wenn man so als kleiner Mensch zur Welt kommt, hat normalerweise die Zelle lockere 120 Jahre Lebenszeit. Das ist gar kein Problem. Und vielleicht kennen einige den Otto Warburg. Der hat schon 1931 einen Nobelpreis dafür bekommen, dass eine Zelle in einem basischen Umfeld, wie gesagt, locker 120 Jahre leben kann. Richtig. Und man sollte, um die Lebendigkeit der Zelle lebendig zu halten, auch barfuß laufen, zum Beispiel nach einem Gewitter. Besonders, weil man da die Ionen der Zellmembran oder vielleicht wird mich heute noch jemand richtig korrigieren, dadurch die Zelle jung bleibt und gesund bleibt und somit kann sie sogar noch älter werden, das habe ich mal gehört. Dazu kann ich was sagen und zwar da gibt es, das nennt sich das sogenannte Earthing. Das heißt, es gibt ein wunderbares Buch von Professor James Oschmann. Der hat auch schon bei uns, ich bin in dieser Deutschen Gesellschaft für Energie- und Informationsmedizin im Vorstand. Und der Professor James Oschmann ist ein sehr bekannter Energiemediziner drüben in den USA und hat dazu viele Forschungen gemacht. Und es ist
Tatsächlich, wie du sagst, wenn du barfuß läufst, generell so auf Mutter Erde, nimmst du eben über deine Füße unheimlich viele Elektronen auf. Und das ist ja auch etwas, was wir brauchen, weil wenn wir viele haben was gehört von diesen freien Radikalen, das ist auch immer so, es kursiert immer überall rum, wobei die braucht man auch. Das sind letztendlich einfach Zellen, denen fehlt ein Elektron und die suchen dann sich eine andere gesunde Zelle, klauen denen ein Elektron, damit es denen wieder gut geht. Aber dann ist ja diese andere Zelle sozusagen krank, denen fehlt ein Elektron. Also das kann man sich wie einen Dominoeffekt dann vorstellen. Und indem man jetzt dieses Earthing betreibt beispielsweise, nimmst du eben durch Mutter Erde diese Elektronen auf. Also da hast du absolut recht. Das sage ich auch immer den Leuten, wenn es irgendwie geht, Füße aus, Strümpfe aus, Schuhe aus, lauf wirklich barfuß, so schön im Sand oder im Rasen. Das ist auf jeden Fall schon mal ein wichtiger Punkt. Ja, du hast eingestiegen, bist du hier mit jung bleiben, ne, glatte Haut und so weiter. Das stellen sich die meisten Leute erstmal das Junggebliebene vor. Ja, wir sind geboren, um zu leben und zu sterben. Das heißt, jung und alt, die Generation. In Wirklichkeit können wir vielleicht aufgrund gewisser Lebensgewohnheiten, die besser sind, vielleicht wie die typische Norm sich ernährt und sich verhält im Leben, schon ein paar Jahre mehr geben, denke ich. Jedoch, wenn man gezielt herangeht, glaube ich, kann man das Alter sicherlich heute auch schon herausziehen, aber wohl auf der anderen Seite schon Hochsportler auch früh gestorben sind. Naja, Garantie gibt es da sicherlich nicht. Aber es geht ja dann heute sich lange jung fühlen. Ne? Ist das richtig verstanden? Ja, und zwar, ich sehe dieses Jungbleiben auf der ganzheitlichen Ebene. Also natürlich die körperliche Ebene, ganz, ganz wichtig. Dann aber natürlich gehört auch die geistige Ebene dazu. Und ich glaube, die Basis ist einfach, wie halten wir denn unsere Zellen jung? Wie schaffen wir es, dass sie jung, fit und vital bleiben? Und es gibt eben ja so drei große Zellfeinde, sage ich jetzt einfach mal. Das ist zum einen dieser, wovon wir eben schon gesprochen hatten, dieser sogenannte oxidative Stress. Also wenn du eben durch äußere Einflüsse, Umwelteinflüsse, falsche Ernährung, Rauchen, wie auch immer, wenn du dadurch deine Zellen schädigst. Ein Riesenfaktor sind Entzündungen. Entzündungen ist eigentlich laut, ja, auch vieler Wissenschaftler der erste Zellfeind, weil eben eine Entzündung immer der Vorbote ist für eine Krankheit. Wie sagte der Dr. James Oschmann mal, also in Deutsch, es gibt keine Krankheiten, es gibt nur Entzündungen und die Krankheiten wären nachher dazu, ja, entdeckt worden. Lassen wir einfach mal so stehen, gehören sicherlich immer mal mehrere Dinge dazu. Und dann gibt es noch Insulinresistenz, also dass man einfach, ich sag, sich falsch ernährt. Also das sind so drei große Zellfeinde. Ja, wenn ich jetzt das so höre, das Jungsein, die Zelle, wie ich lebe, wie kann man einen guten, richtigen Weg finden? So sage ich jetzt mal. Warum? Meine Frage ist auch sofort eine zweite direkt mit dran. Die Ärzte alleine, Schulmedizin, haben wir gesagt, will man nicht die Freunde. Jedoch haben wir erkannt, dass sie schon wesentlich notwendig ist. Die Schulmedizin hat es aber bis heute noch nicht geschafft, letztendlich diese vielen Entzündungen, wie du gerade gesagt hast, ist der Vorbote einer Erkrankung, aber auch gleichzeitig eine Heilung wieder. Es sind ja Symptome im Körper, so sehe ich das. Die Schmerzen auch Heilung ist, obwohl es unangenehm ist für uns. Und die Schulmedizin hat es bis heute noch nicht wirklich geschafft. Wenn man aber Vergleiche macht und nimmt andere, sagt mir wieder die Energetiker. Da kommen erstaunliche dementsprechende Ergebnisse raus. Also, und dann wird das immer schnell verurteilt, der Finger wird wieder gezeigt, was früher noch schlimmer war. Heute geht's schon, die Esoteriker, die Spinner, jedoch die Erfolge anscheinend doch ziemlich ja, vorzuzeigen sind. Da kann ich dir nur zustimmen. Und ich war gerade gestern bei ganz lieben Freunden von mir auf einem Energieseminar, deswegen grinse ich gerade. Ja, ich glaube, wenn den meisten Menschen bewusst wäre, ich meine, alles ist Energie.
Materie ist auch Energie, also alles hat eine Schwingung. Und ich habe ja zum Beispiel bei mir in der Praxis ein System, mit dem ich sozusagen das komplette Energiesystem des Menschen abfrage. Ich nehme jetzt mal eine Leberzelle beispielsweise, die hat eine spezielle Schwingung oder eine bestimmte, die sollte entsprechend schwingen. Und du kannst dann ablesen, wie ist denn die Schwingung dieser Leberzelle? Zum Beispiel jetzt bei Klaus Glatzel an dem Wohnort, in dem Lebensjahr und in dem Alter. Und dann kannst du schauen, wie ist sie wirklich oder wie sollte sie sein? Und dann schaust du, warum ist es nicht so? Und da fällt mir ganz massiv immer auf, das sind ganz, ganz oft Virusbelastungen und bakterielle Belastungen, die dann einfach oft 10, 20 Jahre her sind, einfach zugedeckelt wurden mit Medikamenten, was auch immer, weil in der heutigen Zeit, man muss ja schneller, weiter, höher, man darf ja nicht krank sein. Und wenn ich dann zum Beispiel Herpes, Epstein-Barr oder einen Coxsackie-Virus, also gibt diverse Untermieter, so nenne ich sie immer, die wirklich massive Schäden im Körper verursachen. Die verursachen auch Entzündungen und diese Viren und Bakterien ist auch ganz oft so, die werden zwar durch Medikamente dann zugedeckelt, dir geht es nach außen besser und du kannst wieder etwas tun, aber die treiben dann ihr Unwesen in deinem Körper und ich sag mal ganz plakativ, die scheißen dir dann ins Gehirn und machen dann eben an diesen verschiedenen Nervenenden auch dort ihre stillen Entzündungen zum Beispiel. Und das kann eben so weit gehen, dass wenn einer beispielsweise nur eine Zahnfleischentzündung hatte, der bekommt nachher dann eine Arthritis. Also diese Wege, die dann unbewusst im Körper genommen werden, können sehr, sehr massiv ändern, können sehr massiv enden. Und das sollte man vielleicht einfach mal ein bisschen hinterfragen, warum habe ich das denn jetzt und nicht einfach mit Medikamenten zudeckeln. Ja, genau. Da sind wir nur an der Außenhaut, an der Symptomatik. Und das hat mich auch immer wieder gestört, dass man einfach nur die Ursache nicht erkennen möchte, die Wurzel sehen möchte. Und man sagt ja auch, man stellt ein Blutbild fest und da sind die Leukozyten jetzt erhöht und der Rest ist, sage ich jetzt mal, normal. Ja, ja, da ist ein Entzündungsherd drin. Ne? Da können wir jetzt ein Antibiotikum geben oder was auch immer. Ne? Und dann ist es ja so, dass man nicht die Wurzel, also warum bekommt man überhaupt eine Entzündung? Wenn man den Arzt sagt, ja, warum sind denn die Parameter erhöht? Was ist denn die Ursache dazu? Ja, wenn da Blutdifferenzen auch gänzlich in den Untersuchungen sind, da geht man nicht dran. Und das ist für mich eine Einschränkung, die Schulmedizin dann wieder ernster zu nehmen, weil sie an der Oberfläche nur kratzt und das darf sie sich ruhig auf die Nase schreiben. Denn auch dort ist das Potenzial, die Entwicklungsmöglichkeit noch viel, viel höher. Und dann geht es nämlich in den Sektor rein von der Schulmedizin in der komplementär denkenden Medizin. Und da grenzen sie sich, denke ich, schon ein wenig ab. Ja, ich denke, das ist dann der Weg, wo man vielleicht etwas tiefer forschen sollte. Aber das Beste finde ich halt, dass man es gar nicht so weit kommen lässt. Das ist eher so mein Ansatz. Ich denke, frei von Entzündungen ist wahrscheinlich keiner von uns. Stell dich nur irgendwo an eine Straße und durch diese Autoabgase oder was auch entsprechend in der Luft manchmal schwirrt, kommst du gar nicht umhin, ständig sozusagen bombardiert zu werden mit Parametern, die solche auch, wenn es nur sehr kleine Entzündungen sind, die auszulösen. Ich glaube, das ist heute gang und gäbe. Und deswegen finde ich es viel wichtiger zu sagen, pass mal auf, die Leute müssen ja jetzt nicht so in den Brunnen fallen wie ich damals, sondern lass uns doch vorher was tun. Und da kommt man zu dieser Geschichte der Adaptogene. Also lass uns doch einfach schauen, wie können wir uns in unserem Umfeld so jetzt als Mensch an die Umwelt anpassen, dass unser Körper entsprechend immer gegenregulieren kann, wenn etwas von außen kommt. Das ist so mein Bestreben und dass man dieses Wissen weitergibt. Ja, wolltest du uns ein bisschen Wissen davon verraten? Hast du da was? Ja, ich glaube, dieses Schlüsselwort ist wirklich so adaptogen, Anpassung. Es ist ja so, unser Körper ist ja im Prinzip noch wie vor wie viel tausend Jahren. Nur die Umwelt hat sich ja geändert. Also die Gene haben sich, ich glaube, um 0,3% geändert. Und früher war es ja so, wir sind aufgestanden und dann erstmal 40 Kilometer gelaufen, um uns erstmal das Frühstück zu verdienen.
Heute wird aus diesen 40 Kilometern ja 4 Meter wahrscheinlich zum nächsten Kühlschrank und dann geht man zur Arbeit. Und das ist ja schon mal der erste Schritt, dass ich einfach, der Körper, der ist zwar fast identisch, aber die Umweltbedingungen haben sich ja drastisch geändert. Und früher war es auch so, wenn zum Beispiel kommt ein Säbelzahntiger auf dich zu, dann nimmst du die Beine in die Hand, dein ganzes Organsystem sagt, Achtung, Achtung, jetzt pumpe wirklich mal dein Blut in die Muskeln, wir müssen nämlich jetzt rennen. Deine Darminfektion ist jetzt sozusagen nebensächlich, lauf lieber vor diesem Säbelzahntiger weg, weil wenn wir jetzt deine Darminfektion bekämpfen, es macht dem Säbelzahntiger dann auch nichts. Und heute ist es so, diese Stressauslöser lauern ja heute an jeder Ecke. Wir stehen auf, wir gehen in die Garage zum Auto und stehen schon im ersten Stau. Dann regen sich die Leute schon das erste Mal auf, dann kommen sie vielleicht ausgepowert zur Arbeit, sehen dann noch ihren Chef, mit dem sie vielleicht nicht unbedingt verheiratet sein möchten, regen sich da wieder auf. Also man ist in so einem kontinuierlichen Stresslevel, der gar nicht absinkt. Und das ist für unseren Körper ja eine ständige Alarmsituation. Der hat ja oft gar nicht die Zeit zu sagen, hallo, ich muss mal regenerieren und dann geht's weiter, wie eben früher als Jäger und Sammler. Und da ist eben eine Geschichte, dass man sagt, was haben denn die Menschen früher gemacht? Dass man die Natur als Vorbild nimmt und schaut, welche adaptogenen oder anpassungsfähigen Substanzen aus der Natur gibt's denn, die wir nehmen, auch präventiv, und die aber so angelegt sind, dass sie praktisch nur dann wirken, wenn sie sollen. Also zum Beispiel Pilze, okay, in meinem Fall die Blaubeeren sind eben in mein Leben gekommen oder eine spezielle Art, dass man solche Naturstoffe nimmt, die sozusagen immer schauen, hey, wo braucht denn jetzt der Klaus in dem Fall die höchste Regulation? Seine Leber vielleicht arbeitet ein bisschen zu viel. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber das ist wirklich in vorklinischen Studien bewiesen, dass es Stoffe gibt, die dort angreifen und regulieren, wo es gerade nötig ist. Und das finde ich ein total spannendes Thema. Ja, ist ja wie das Zitronenwasser, so sagt man, ne? Macht basisch in dem Moment. Ist sicherlich kein falscher Schritt, morgens ein warmes Glas mit Zitronenwasser zu sich zu nehmen. Das ist immer mein Start in den Tag, definitiv. Das wusste ich nicht, aha. Na, passt. Ne? Und da geht es ja basisch her. Ne? Jedoch, die Frage ist ja auch immer, warum werden wir krank? Und das hast du letztendlich gerade schon gesagt. Ne? Wir sind A, zu bequem. Ne? Wir sind früher 40 Kilometer gelaufen, bis wir unser Frühstück hatten. Heute gehen wir 4 Meter bis zum Kühlschrank hin. Ne? Dann haben wir den Stress. Ne? Der Chef ist mir unangenehm. Dann der Autofahrt. Ne? Und das hat was mit unserer inneren Einstellung zu tun. Das heißt, bis im Jahr 2019, heute, haben wir es noch nicht gelernt, ausgewogen mit unseren Ruhenzeiten und ja, ein miteinander natürliches Leben zu führen. Das ist noch zu bewältigen in unserer Spezies Menschheit. Definitiv. Also dieser Faktor Stress, wobei ich mag dieses Wort Stress eigentlich gar nicht, weil Stress für den einen ist Stress schon, wenn er nur 15 Minuten länger arbeitet, und für den anderen ist der Stress erst, wenn er, ich sag mal, eine 80-Stunden-Woche hat. Also es ist relativ. Es ist ja einfach nur die Fähigkeit, mit einer Situation, die von außen auf dich einströmt, umzugehen. Und da ist eben wieder unser Gehirn gefragt, oder ich sag mal, diese wappelnde Masse, die wir da so zwischen unseren Ohren haben, dass man einfach lernt, mit gewissen Situationen gelassener umzugehen, damit man dieses ganze Hormonsystem, Adrenalin, Cortisol, dass man das möglichst unten lässt. Und wenn man sich ärgert, okay, 1-2 Minuten ist in Ordnung, aber dann wirklich versucht, wieder runterzufahren. Denn wenn dieses ganze System immer und immer auf Hochtouren läuft, ist ja klar, dass irgendwann der Körper sagt, pass mal auf, jetzt reicht's und jetzt lege ich dich mal komplett außer Gefecht. Ja, und das passiert sehr schnell, gerade auch wenn man die falsche Ernährung hat, sprich zu viel Zucker, heißt auch schnell einen Diabetes zu bekommen. Die Bauchspeicheldrüse ist auch auf Volldampf und irgendwann kann sie nicht mehr. Mal nur zum Vergleich, auch was wir zu uns nehmen letztendlich, und das macht uns dann nicht jung von innen heraus, das macht uns dann ja alt oder älter und unbequem, weil das Leben nicht mehr im natürlichen Kreislauf funktioniert.
Ja, und ich glaube, es ist auch noch ein Riesenunterschied. Zum einen die Ernährung generell natürlich. Wir wissen einfach zum Beispiel, Milchprodukte brauchen nur ein Säugling und ein Kalb. Also Milch macht generell verhindert, dass die Zellkommunikation ungehindert laufen kann. Nur mal so als Beispiel. Oder Weizen, zumindest der europäische Weizen oder der deutsche Weizen macht Mikroentzündungen. Das sind Dinge, die mir einfach so aus der Erfahrung zeigen, die sollte man, wenn es geht, vermeiden oder zumindest reduzieren. Das sind so kleine Geschichten. Aber was ich eben auch erschreckend finde, ein Apfel von heute hat halt leider nicht mehr die Vitalstoffe, die ein Apfel noch hatte von vor 50 Jahren, als wir in Mutters Garten gingen und den gepflückt haben. Also auch das ist ein Riesenthema. Vitalstoffe, Mikronährstoffe, weil unser ganzes System Mensch besteht ja aus ganz, ganz vielen kleinen einzelnen Bausteinen. Und oft, wenn einer fehlt, ist eine komplette Kettenreaktion gestört. Und viele sind da ein bisschen skeptisch mit Nahrungsergänzung, was ich verstehen kann, war ich auch. Aber es hat mir einfach gezeigt, heute ist leider nicht mehr in der Nahrung das, was früher wirklich drin war. Aber das ist auch nachzulesen und ich denke, das ist auch mittlerweile auch in den Mainstream-Medien angekommen. Zum Thema Apfel kann ich nochmal einen Tipp geben. Ganz einfach, kauft ihr euch einen Apfel aus dem Supermarkt, beißt einmal rein, lasst ihn einfach mal ein paar Sekunden oder Minütchen mal so stehen. Der richtig gute Apfel wird braun. Der nicht gute Apfel wird nicht mehr braun, der bleibt weiß. Darin kann man schon mal auf jeden Fall einen riesen Unterschied feststellen, ob das ein guter Apfel ist oder nicht. Wurde mir mal mitgeteilt. Da kann ich nur zustimmen. Und wie gesagt, wenn dann schon irgendwie einen Bauer, den man in der Nähe hat, also dass man da wirklich auf was zu jemandem geht, wo man weiß, okay, da wird noch mit Liebe der Acker gepflügt und aber es ist, wie gesagt, leider nicht mehr das, ja, was es vor 50 Jahren noch war. Und deswegen ist Ernährung und natürlich Trinken, also nicht nur das Essen, sondern die viel, viel Energie nehmen wir natürlich aus dem Wasser, aus gutem Wasser. Aber ich glaube, das gäbe nochmal eine eigene Sendung, dass man da wirklich, wenn stilles Wasser nimmt, ein gutes Wasser, weil ohne Wasser kann unser kompletter Körper nicht existieren. Und wenn man sich bedenkt, zum Beispiel unser Augapfel besteht zu 99% aus Wasser. Nur mal so, dann kann man sich bestellen, welche Bedeutung der Wasserhaushalt natürlich in unserem Körper hat. Ja, ein Baby habe ich heute noch gehört. Unsere Nachmittagssendung, die wir heute hatten, kann ich auch nochmal eben schnell bekannt geben. Ist im Archiv heute reingekommen für die Österreicher oder wer Lust hat, ein bisschen nach Österreich zu kommen. 5. 6. Oktober, da heißt es die Gesundheitsenergetiker-Messe mit über 40 Vortragenden. Ja, und was wollte ich da jetzt zu sagen? Jetzt habe ich den Faden da dazu verloren. Eieiei. Wasser? Genau, Wasser. Und dort wurde gesagt, dass das Baby schon mit über 80% Wasser lebt und im Laufe des Alters wir einen Wasserverlust von bis zu 50% hatte. Ich habe es gelernt noch, mit 73-76% Wasser hat unser gesunder Körper. Ja, ein Baby anscheinend mehr, ganz für mich auch nachvollziehbar. Und umso älter man wird, man sieht es ja auch bei den alten Leuten, sie trinken weniger, kommt das auch mit den 50% auch hin. Und somit haben wir auch weniger Lebensenergie. Eben, und das Wasser ist halt auch der größte Informationsspeicher. Dessen sollte man sich auch noch bewusst sein. Und da wir eben zu 2/3 aus Wasser bestehen, vielleicht jetzt gerade nur ein anderer Ansatz, es macht eben auch ganz viel aus, wie wir jetzt miteinander umgehen. Auch das ist natürlich fürs Jungbleiben ganz, ganz wichtig. Viele kennen vielleicht den Masaru Emoto, der diese wunderbaren Versuche gemacht hat mit Reis oder auch mit Wasser. Er hat ein Glas mit Wasser genommen und hat zu dem einen Glas gesagt Danke und bei dem anderen ja nicht so nette Worte oder auch unterschiedliche Musikstücke und hat dann die Kristallstruktur untersucht. Und diese Bilder sind überall im Internet nachzusehen. Und da gehen einem ganze Kronleuchter auf, wenn man sieht, was alleine auch die Sprache, unser Umgang, die Wortwahl, die Dankbarkeit, auch zum Jungbleiben definitiv beitragen. Ja, ich gebe mal das Wort Richtung Jenne, wenn er da ist. Jenne, bist du denn da? Du hast jetzt schon die ersten 35 Minuten gehört. Hast du ein paar Worte? Ja,
Gerade wie ihr angefangen seid, darüber zu reden mit den 120 Jahren und das, also da kam mir gleich der Gedanke oder fiel mir das Volk der Hunza ein. Die wohnen oben auf dem Berg, die machen viel, die arbeiten sehr viel, die trinken immer frisches Bergquellwasser und die werden bedeutend älter wie 120. Einmal das. Und mit Wasser, ja, also das ist das Wichtigste sowieso, ne, für uns. Wenn wir unsere Wasserleitungen sehen, ne, da kommt die Toilette raus. Also das wird ja immer alles aufbereitet. Die ganzen Städte und selbst wir hier auf dem Dorf, wir sind noch nicht mal, auf den Dörfern sind noch nicht mal an der Quelle angeschlossen und sind an der Kanalisation angeschlossen. Und ja, die ganzen Medikamentenrückstände und sonstige Sachen, die können gar nicht mehr richtig rausgefiltert werden. Und ja, also das ist alles schlecht für unseren Organismus. Und ich finde das sehr spannend, dass man da so ein bisschen aufzeigt und höre noch weiter gespannt zu, was Jutta uns da noch so ein bisschen mitteilt. Ich werde noch den einen oder anderen Link verposten, auch Wasser mit Sauerstoff anreichern und wird dann nachher in der Sendung auch noch mal ein Wort zu sagen für jeden alleine zu Hause da, wo man ein bisschen was machen kann, dass man sein Wasser aufbereitet und dann halt trinkt und ja, das mache ich dann aber gleich in der nächsten Kapitel. Super, danke Jenne. Jutta. Zu dem Wasser vielleicht auch noch eine kleine Information. Und zwar, es ist ja so, Wasser ist mit Sicherheit das bestkontrolliertste Lebensmittel, gar keine Frage. Und aber es ist immer die Frage, ich kann ja nur etwas finden, wenn ich danach suche. Und es werden eben nur 500, 600 Stoffe untersucht, aber wir haben eben eine Vielzahl mehr von Stoffen. Allein, wenn man mal schaut, ich war ja in vielen onkologischen Kliniken und habe auch lange CT-Kernspinne-Erfahrung. Und diese ganzen Chemotherapeutika, ich war mal 2 Jahre an einem Strahleninstitut auch noch, diese ganzen Chemotherapeutika oder auch bei den nuklearmedizinischen Untersuchungen, Technetium, diese ganzen Geschichten, das muss ja irgendwo hingehen. Ich glaube, da muss ich gar nicht groß sagen, wo das hingeht. Und diese Geschichten können natürlich auch gar nicht alle untersucht werden. Aber letztendlich ist es ja alles ein geschlossener Kreislauf. Und ja, das trinkt man dann mit. Also ich selber habe auch ein Wassersystem. Bis vor einigen Jahren habe ich noch drüber gelacht, gebe ich ehrlich zu. Also das Bewusstsein fehlte mir auch. Aber das jetzt nur so am Rande, darum geht es jetzt heute nicht, aber es ist zumindest auch auf jeden Fall wichtig, sich damit dann mal zu beschäftigen. Absolut, Jutta. Wasser ist das A und O. Und ich kenne das mittlerweile durch viele verschiedene Sendungen, die ja, diese Konzerne, Staat und so weiter halten sich an ihre Gesetze und ihre Statistiken, vor allem ihre Statistiken, und blenden Restliches letztendlich aus. Es gibt genügend andere Untersuchungen, die das untersuchen und auch bestätigen. Und trotz allem wird nicht hingeschaut. Und ich nenne das doch fahrlässig. Wir haben Verantwortung. Ich frage mich manchmal, liebe Jutta, warum studieren wir Menschen, werden Professoren, Doktoren, haben Fachleute überall sitzen, wenn dann die Praxis es nicht erlaubt oder nicht umgesetzt wird, einseitig gesehen wird. Wir wissen die Antwort. Es ist der Lobbyismus, der Kapitalmarkt, der das letztendlich bestimmt. Jedoch nicht zum Wohle des Menschen. Die Lösungen wären einfach und denke ich schon schneller zumindest umzusetzen. Da ist sicherlich was dran und ich finde es aber einfach dann gut zu sagen, man ist eben nicht gegen etwas, sondern dass man sagt, pass auf, lass uns einfach Lösungen finden für die Gesundheit. Also ich finde zum Beispiel, ich bin lieber chronisch gesund anstelle chronisch krank und dass man da eben nach Lösungen sucht, pass mal auf, welche Möglichkeiten haben wir, dass wir jetzt in dem Umfeld hier wohnen und leben wir nun mal, weil ich sag mal, diese Fahrkarte haben wir uns eben ausgesucht. Und dann lass uns doch einfach eine Lösung finden, wie wir dann hier mit dieser Umwelt, ja, ein chronisch gesundes und junges Leben führen können. Das ist eher so mein Ansatz. Ansonsten würde ich mich wahrscheinlich zu viel aufregen.
Ja, aber die Aufregung brauchen wir nicht, sondern einfach mal ein bisschen hinschauen. Ja, die Lösung ist oft einfach und für etwas zu sein, das wünsche ich mir jetzt auch, wenn die Leute außen sich präsentieren, indem sie auf Demos gehen. Sie sind ja immer gegen etwas bei den Demos, statt für etwas einzustehen. Ich frage mich, wie lange braucht die Gehirnzelle, um das zu verstehen? Dabei ist es doch so einfach, für etwas zu sein, ist das sofort eine bessere Energie. Jedoch sind wir verführt worden in die negative Energie anscheinend, sonst würden wir ja nicht so das Leben im Außen wahrnehmen zumindest. Aber wir nehmen es auch so wahr und geben was ins Feld rein, indem die Menschen vielleicht doch mal nachdenken, boah, das stimmt ja, ich bin ja gegen was. Warum kann ich nicht für die Sache sein, für etwas? Für eine atomfreie Welt zum Beispiel. Ist deutlich angenehmer, aber ich glaube, wenn man sieht, in den ersten 7 Jahren werden wir ja wirklich ja regelrecht programmiert, unbewusst auch. Und als Kind kommt man noch wirklich mit dieser Unbeschwertheit, mit dieser Lust auf Leben, mit dieser Neugierde nach außen und auf diese Welt. Und dann wird einem das ja so sukzessive abtrainiert und irgendwann ist man wirklich in diesem Rahmen gefangen und da viele machen das einfach unbewusst. Also auch ich war ja bis vor einigen Jahren da noch drin und bin dann einfach nur dankbar, wenn jemand von außen einem mal so einen Impuls gibt und sagt, schau doch einfach mal, in welchem Programm du da gerade läufst. Mach sozusagen wie bei einem Computerprogramm, geh doch einfach mal auf ein Reset und programmier dich mal neu um, weil wir schreiben ja nun mal unser Leben selber. Und schau doch einfach mal von einer anderen Sichtweise. Ich glaube, es braucht einfach Menschen jetzt, wie uns oder wen auch immer. Und auch ich brauche jeden Tag Menschen von außen, die mir sagen, pass mal auf, in welchem Programm bist du denn jetzt wieder drin? Schau doch mal von einer anderen Sichtweise. Und ich glaube, dann können wir uns entsprechend auch in so eine gesündere und junge Welt vorarbeiten. Und nur gemeinsam schaffen wir das halt. Genau. Ja, Jenne? Du hast es gerade angesprochen, dass wir ja programmiert sind. Und der Schlüssel ist, glaube ich, darin, das zu erkennen und dass man sich dann wieder umprogrammiert ins Positive. Ja. Reflexion und Verstehen. Ja, Jutta, ne? Reflexion, sich reflektieren und dann sich zu verstehen, wie das funktioniert, wie war ich vorher, ne? So eine Analyse, um eine Einschätzung zu machen, sich zu erkennen. Ja, und ich glaube, es ist ganz wichtig, sich nicht so als Opfer zu sehen. Man kommt ja, also da nehme ich mich auch nicht aus, keinster Weise, dass man sagt, das funktioniert nicht oder was weiß ich, Selbstwert ist ja auch immer ein Thema bei ganz vielen, was weiß ich. Viele von Kollegen sagen auch, sie haben keine Patienten oder sowas. Ich kann es jetzt nicht so nachvollziehen, aber dass man einfach mal aus dieser Opferrolle rausgeht und einfach sagt auch, was möchte ich denn für ein Leben? Weil auch die Patienten, die zu mir kommen, die sagen immer alle, was sie nicht wollen. Ich will keine Kopfschmerzen, ich will, was weiß ich, kein Fußpilz. Und wenn man dann mal sagt, was wollen die denn? Dann fällt den meisten es unheimlich schwer, das zu benennen. Also da nehme ich mich, wie gesagt, auch nicht aus, weil mir das bei mir aufgefallen ist. Und du wirst einfach immer so auf dieses, was du nicht willst, programmiert. Und wenn du aber dann mal dein ganzes Bewusstsein umprogrammierst in das, was du willst oder möchtest oder auch was du liebst, und dafür dann dankbar bist, dann hast du ja eine ganz andere Frequenz. Und auf einmal gehen dann Türen auf, von denen wusstest du gar nicht, dass die da sind. Und das finde ich einfach mal anstelle ein Glas ist halb leer zu sagen, hey, das Glas ist halb voll. Und dann dreht sich die Sichtweise wieder und das Leben wird dann deutlich leichter. Jutta, ich glaube, wir machen jetzt eine Musikpause und dann möchte ich nochmal zusammenfassend, was wichtig ist, um jung zu bleiben, nochmal mitteilen und bin neugierig auf die zweite Runde und die Zuhörer, die dürfen, du gibst das Kommando, wann sie hier mitreden dürfen, dann lassen wir sie rein. Jederzeit, wenn Fragen sind, jederzeit, weil ich finde nur so in so einem Dialog, macht es dann einfach mehr Sinn, dass man immer wieder Fragen beantworten kann. Also von mir aus jederzeit gerne. Ich habe noch ein paar Geschichten nachher zu Telomeren und so noch ein paar spannende Aspekte. Die hören wir dann gleich. Und jetzt kommt von dir ausgesucht ein Song, da heißt es Ute Freudenberg. Herzen kriegen keine Falten. Ist eine Lyrik, so steht's hier. Und
Musik ab. Bis gleich. Ja, und zurück sind wir hier. Jutta Suffner, juttasuffner.com. Das Geheimnis, jung zu bleiben. Morgen ist Harald Thiers da. Harald, seit einer Woche erreiche ich dich nicht in Form, dass du mir einen Sendetext schickst. Und ja, ob wir so in Zukunft weiter miteinander so arbeiten wollen, da muss ich dran zweifeln. Das muss ich hier bekannt geben. Wir haben 9-Tages-Plan für die Sendungen und die Zuhörer wollen schon wissen, was da passiert. Und das werden wir morgen in der Sendung hier live nochmal ansprechen, ganz sicher. Denn wir wollen doch unsere Zuhörer zufriedenstellen. Das ist einfach schöner, wenn man weiß, was kommt. Ja, ab 20 Uhr morgen Harald Thiers. Jetzt haben wir gerade gehört, Herzen haben keine Falten. Ja, und so soll es auch sein. Und die Reise durchs Leben, die Haut, was die alles sein verrät. Sie verrät Krankheiten, sie verrät, ob wir viel gelacht haben, weniger grimmig sind und solche Dinge. Thomas Bauer möchte ich ja auch nochmal mit erwähnen, ist ja Gesichtsleser, wird auch bald bei OKITOK wieder da sein. In den Sendeplan einfach mal reinschauen. Ja, Jutta, was braucht der Mensch? Bausteine heißt, wir atmen die Luft, haben wir angesprochen, die Umweltgifte. Wir brauchen die gesunde Nahrung, Lebensbausteine, denn sie verändern dementsprechend auch unsere Bausteine in unserem Körper. Wenn es gesund ist, können wir uns auch gesund entwickeln. Was wir brauchen, ist aber auch ein soziales Umfeld und ja, vor allem brauchen wir eine Ruhe in uns, ja, so dass wir uns wieder erkennen können. So habe ich die erste Dreiviertelstunde verstanden. Vielleicht habe ich was vergessen. Jutta, dein Mikrofon. Ich glaube, das war eine gute Zusammenfassung. Ernährung natürlich ist ein Riesenthema. Dann einfach, dass wir uns die Entspannung gönnen, um eben ja, in sogenannten Stresssituationen besser angepasst zu sein. Und worauf ich immer auch in letzter Zeit angesprochen wurde, was viele immer gesagt haben, ja, da gibt's doch dieses Buch Entschlüsselung des Alterns, der Telomere-Effekt, was ist das denn alles? Und da würde ich auch gerne mal 2 oder 3 Sätze zu sagen. Ja, leg los. Und zwar, weil das alles so ein bisschen grassiert. Und zwar kennen doch viele bestimmt hier in wie heißt noch in Okinawa? Eben sagte ja auch der Jenne, das gesunde Volk, sag ich schon, das Volk der Hunza. Und zum Beispiel in Okinawa gibt es ja auch 120-Jährige, die arbeiten noch in Haus und Hof. Also das ist da ja was ganz Normales. Und wir wissen ja im Prinzip, dass Bewegung, gesunde Ernährung, soziale Kontakte und die Vermeidung von chronischem Stress ja sozusagen, naja, die wesentlichen Bausteine jetzt sind, um unser Wohlbefinden aufrechtzuerhalten. Und an den Genen liegt es ja auch definitiv nicht. Man weiß ja mittlerweile mit der Epigenetik, dass eigentlich nur 3-5% der Gene überhaupt schuld in Anführungsstrichen sind an diversen Krankheiten. Und jetzt gab es so 2 Wissenschaftlerinnen, die herausgefunden haben, dass sozusagen unsere Chromosomen, von denen haben wir ja 2x23, die haben an den Enden so Schutzkappen. Das kann man sich vorstellen, wie früher unsere Schnürsenkel. Ich weiß gar nicht, ob die heute auch noch so sind, weil heute ja alles auch mit Klettverschluss geht. An den Schnürsenkeln hatte man doch früher oder auch heute noch diese eingeschweißten, so einen 0,5 Zentimeter solche Enden. Das kennt wahrscheinlich jeder noch von uns. Und an diesen Enden, diese sogenannten Schutzkappen, die nennt man eben Telomere, die gehen eben bei jeder Zellteilung, weil Zellen werden logischerweise geteilt zu Tausenden, zu Millionen, immer wieder ein kleines Stückchen kaputt. Und jetzt hat diese, wie hieß sie noch, Elizabeth Blackburn, genau, die und ihre Kollegin haben herausgefunden, dass wenn man diese Telomere, diese Endstücke, wenn man die, ich sage jetzt einfach, lang und jung und gesund erhält, wir länger gesund bleiben, also sodass sozusagen unsere Gene nicht ausfransen können. Das kann man sich auch vorstellen, wenn man an den Schnürsenkeln diese Enden abmacht, dann franst doch immer alles so aus. Dann hat man immer alles nur in der Hand und kann die Schuhe gar nicht richtig binden. Und so ist das mit diesen Telomeren. Und da hat man herausgefunden, dass es ein Enzym gibt, die sogenannte Telomerase. Die hilft eben, dass sozusagen diese Schutzkappen ganz bleiben oder auch möglichst lang bleiben. Ich drücke das jetzt total einfach aus, aber alles andere, glaube ich, macht auch dann keinen Sinn. Und jetzt ist eben die Frage, Mensch, was können wir denn tun, damit dieses Enzym
möglichst lange und gut erhalten bleibt. Und da hat man eben herausgefunden, dass es außer zum Beispiel Vitamin B oder Vitamin C die sogenannten Anthocyane sind und da Drogen zu den Blaubeeren, was ich aber vorher gar nicht wusste, die haben eben eine besondere Fähigkeit, diese sogenannte Telomerase zu unterstützen. Und das ist, die nennen auch das Enzym des Jungbleibens. Das ist sicherlich nur ein Aspekt, aber schon ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und diese Telomerlänge, die bestimmt auch sozusagen unser biologisches Alter und ist auch wirklich mit dafür verantwortlich, wie schnell wir altern. Und das ist was, worauf man mich ganz, ganz oft drauf angesprochen hat. Ja, wieder andere Wege, andere Gedanken und Möglichkeiten, wieder an eine gute Lebensqualität zu bekommen. Es geht nicht um, wie gesagt, draußen, liebe Zuhörer, an die äußere Haut jung zu bleiben. Selbst da kann man was machen. Wenn man innerlich sich jung fühlt, wird man auch äußerlich nicht so schnell alt. Man weiß aber auch, dass wir Defizite haben, wenn jemand grau wird. Jutta, ich weiß nicht, ob du das auch weißt, da sollte angeblich, ich weiß nicht, ob es Zink war, fehlen im Körper. Der Körper, die zeigt ja, hat ja keine Geheimnisse. Ja, wenn man grau wird, hat es ja auch eine Ursache dafür. Und es gibt Menschen, die haben sogar das Grausein wieder wegbekommen. Also sowas soll es auch geben. Hast du davon gehört? Hoch, es gibt also definitiv nichts, was es nicht gibt. Und Menschen, die früh grau werden, es kann auf jeden Fall ein Mineralstoffmangel wie unter anderem Zink, Kupfer, Mangan dahinter stecken, auf jeden Fall. Und natürlich auch, ja, wieder dieses Wort in Gänsefüßchen Stress. Also man merkt, wenn Menschen in sehr emotional starken Situationen gefangen waren oder lange darin, dann werden sie natürlich einfach schneller grau, weil eben der ganze Vitalstoffmangel oder weil die Vitalstoffe auf anderen Ebenen gebraucht werden. Ja, kann ich zustimmen. Ja, und vor allem eine höhere Verbrennung hat, ne? Also wenn man immer unter Stress ist, braucht der Körper ja mehr von den gesunden Substanzen und die fehlen dann anscheinend. Ja. Auf jeden Fall. Und die Basis, weil du gerade das Wort Substanzen nennst, die wichtigste oder auch unterschätzt oder nicht wichtigste, aber eine der wichtigsten Substanzen ist sicherlich auch zum Beispiel das Vitamin C, das intrazelluläre, weil eben wir sind ja, ja, die Basis von allem ist ja unsere Körpermatrix, kann man sich vorstellen wie so ein Netz, wie ein Spinnennetz, was die Muskel, Sehnen, Knochen und alles zusammenhält. Und damit diese Basis wirklich fest und stabil bleibt, brauchst du eben ganz viel Vitamin C. Und das ist eben extremst wichtig, weil wenn man sonst zum Beispiel eine Entzündung hat, dann wird diese Matrix oft durchlöchert, Gefäße werden auch löchrig und senden eine Flüssigkeit aus. Und deswegen ist das einfach ein ganz, ganz wichtiger, ja, wie soll ich sagen, die Betonplatte des Körpers, dass man einfach da mit diesen Basisstoffen ja auch täglich hantiert und die wirklich immer in ausreichender Menge zu sich führt. Kannst du ein kurzes Programm mitteilen, wie man sich einigermaßen optimal ja bewegen soll durchs Leben, möglicherweise durch Ernährung und innere Anschauung und solche Dinge? Hast du da kurz zusammengefasst was? Also wenn ich es zusammenfassen würde, denke ich, wenn man bei der Ernährung anfängt, Weizen und Milchprodukte weglassen, ist ein sehr großes positives Feld. Und bei Milchprodukten, Ziegen- oder Schafsmilch geht bei den meisten oder Schafsprodukte. Wasser, ganz wichtig, bevor man morgens den Kaffee oder auch den Tee zu sich nimmt, erstmal, ich sag mal, wenigstens ein großes Glas warmes Wasser mit einer frisch ausgepressten Zitrone, weil das schon sehr basisch ist. Und bei der Ernährung, ich finde, ich möchte da auch nicht dogmatisch sein, weil jeder ist anders und jeder reagiert auf Dinge anders. Dass wir viel Gemüse und Obst essen sollen, ich glaube, das ist nichts Neues. Und der eine ist Vegetarier, der andere schwört auf vegan. Also ich sag mir immer, ein gesundes Mittelmaß finde ich gut, wenn man sagt, ich esse mal ein Stück Fleisch, aber ich weiß, woher es kommt, dass es wirklich ja optimal nicht gezüchtet, sondern aufgezogen wurde, ist es in Ordnung. Und das sind die Geschichten so bei der Ernährung. Natürlich 2 Liter auf jeden Fall gutes Wasser trinken. Das ist die Basis von allem.
Gar keine Frage. Und auch regionale Produkte nehmen und nicht eben im Winter die Erdbeeren, sondern dass man die wirklich in der Erntezeit nimmt. Ganz, ganz wichtig obendran ist einfach unsere ganze geistige Einstellung, weil ich glaube, wenn wir sehen würden, was unsere Gedanken machen und Gefühle, das ist unterschätzt. Man weiß auch heute, 80% aller Schmerzen sind noch auf eingelagerten Emotionen und auch eine gute Vitalstoffversorgung. Ich persönlich halte sie für unabdingbar. Ein gutes Vitamin D, Vitamin C, bei uns jetzt auch, ja, ich resoniere jetzt eben auf diese spezielle Bilberry, aber das sollte jeder für sich selber entscheiden und bei Bedarf auch austesten, weil wir da einfach jeden Tag Rückmeldungen bekommen, die uns sehr demütig machen, weil wir da eben die Entzündung mit eindämmen. Und genügend Schlaf wird auch oft unterschätzt. Auch das ist zwischen abends um 11 und morgens um 6 ist die intensivste Schlafzeit. Und was ich auch den Menschen immer mal wieder empfehle, macht mal ab und zu einen Leberwickel. Zwischen 13 und 15 Uhr ist die Hauptzeit eurer Leber. Und am Wochenende, wenn ihr ein bisschen Zeit habt, mit 20 Minuten, legt euch mal einen warmen Lappen und eine warme Wärmeflasche rechts auf den Oberbauch. Das hört sich jetzt total simpel an. Aber es zwingt einen zum einen zur Ruhe und die Leber wird wirklich nochmal unterstützt zu entgiften. Das unterschätzt man oft, aber einfach mal ausprobieren und vor allen Dingen, es kostet definitiv nichts. Ja, und die Leber ist unser Filterorgan. Also wir sind eine Entgiftungsmaschine, das darf man ruhig sagen. Jedoch sollte man auch an sich denken. Wenn ich einen Putzlappen nehme und wische den ersten Tisch schön sauber, ist er noch sauber. Der zweite wird schon nicht mehr so sauber und der dritte, naja. Ne? Und deswegen muss man ja auch den Lappen auch auswaschen. Und so ist es auch mit unserem Körper. Da dürfen wir ein bisschen mehr hinschauen. Denn in jedem Essen sind auch Schwermetalle und andere Substanzen, wie auch Glyphosat, was man schon gehört hat, und noch vieles andere mit drin. Aluminium findet man auch mittlerweile im Körper, Plastik und diese Dinge. Das heißt, wir dürfen an uns alle mal denken und unsere Inspektion mal ein bisschen mehr beachten. Dann bleiben wir auch körperlich länger gesund. So sehe ich das, Jutta. Ein Aspekt noch dazu bitte, und zwar die Leute reden immer von Entgiftung. Entgiftung ist unabdingbar, aber ich sage immer, erst die Entzündung eindämmen, dann entgiften, und zwar aus folgendem Grund. Viele Menschen kommen auch immer voller Enthusiasmus zu mir und sagen, wow, ich bin am Entgiften, aber ich verstehe nicht, irgendwie komisch, mir geht es schlechter. Wenn aber der Darm, und das ist, da fange ich eigentlich immer bei jedem an, der Darm ist ganz, ganz oft entzündet, auch wenn es nur Mikroentzündungen sind, aber es ist eben so. Und man kann sich vorstellen, wenn dann die Leber, wenn man erstmal Stoffe nimmt, die massiv entgiften, wo soll das denn hin, wenn der Darm, ich sag's jetzt mal ganz platt, löchrig ist, also ich übertreibe jetzt mal, aber auch ganz, ganz kleine Unstimmigkeiten können das schon ausmachen. Diese ganzen Giftstoffe, die gehen ja nicht, wie sie sollten, dann durch den ganzen Darm, sondern einfach ins komplette Körpersystem rein. Und dann kann die Hütte wirklich brennen. Also deswegen einfach mal bedenken und nicht wild drauf los entgiften. Der Schritt kann auch echt mal voll in die andere Richtung gehen. Ja, wie auch unser Franz Reutinger schon gesagt hat, ne, nicht einfach entgiften, sondern langsam anfangen zu entgiften und sich beobachten, was sich da tut. Und wenn man noch nebenbei Medikamente zu sich nimmt, noch mit dem Arzt ansprechen, hey, ich werde jetzt eine Entgiftung anfangen und bitte untersuch mich, dass es mir trotzdem gut bleibt. Meistens ist es so, dass die Medikamente dadurch weniger werden. Und vielleicht auch mal das Glück, dass man alles absetzt. Und das ist die Frage immer, was man gerade mit sich trägt an Erkrankung. Ne? So kann man sagen. Jutta, aber das ist ja noch längst nicht alles. Ne? Aber wolltest du was dazu sagen noch? Nee, dem kann ich jetzt erstmal nur zustimmen. Ich wollte nur mal diesen Hinweis geben, dass die Leute nicht einfach wirklich sagen, ich mache jetzt mal Detox, sondern dass man erstmal sagt, erstmal eure Entzündung bitte eindämmen oder mal schauen, was ist da so im Körper. Und wenn ihr den Eindruck habt, okay, das ist jetzt stabil, dann die Entgiftung drauf. Also nur einfach mal, dass die Menschen es gehört haben, weil da ist noch ein bisschen Wissensbedarf. Umso mehr wir uns freuen, Jutta, ich erinnere, du kriegst gleich Mikrofon, umso mehr sind wir in unserem guten Gefühl, dass uns Menschen ja nur Gutes tut für unsere Körperzellen. Wir freuen uns zu wenig, wir haben zu wenig Empathie, kann das auch sein?
Das kann nicht nur sein, sondern das ist mit Sicherheit so. Es gibt zum Beispiel schon alleine das Wort Dankbarkeit oder Liebe hat eine so große Schwingung, dass du damit unheimlich viel Heilung wieder, also das Wort Heilung darf man ja eigentlich nicht sagen. Healing, nimm doch einfach Healing. Heilung genau. Dürfen wir nicht sagen, aber Healing ist doch ein erlaubtes Wort, denke ich, Healing, oder? Ja, genau. Ja, man muss leider immer Acht geben mit diesen europäischen Health Claims, da, was man da von sich gibt. Aber stimmt, Healing. Und das hat einen riesen, riesen Effekt. Das ist ja auch nachgewiesen. Auch wenn Menschen wirklich massiv krank sind oder eine drastische Therapie durchgehen müssen, dass sie wirklich, auch wenn sich das jetzt für manche vielleicht echt ein bisschen spooky anhört, redet mit euren Organen, sagt, bedankt euch zum Beispiel bei der Leber, dass sie so toll entgiftet, weil das damit gibt ihr eine ganz andere Schwingung in den Körper, eine ganz andere Emotion und könnt unheimlich viel erreichen. Und letztendlich, das kann man auch einfach sagen, es ist alles in jedem drin. Guck mal, laut Schulmedizin gibt es mich auch so nicht mehr. Und ich habe es ja auch geschafft. So, was ich schaffe, kann absolut jeder, weil alles ist bereits in uns. Und wenn man schon bei Liebe und Dankbarkeit ist, bei der Selbstliebe, was ja auch bei vielen noch ein Problem oder nicht Problem, sondern ein Thema ist, da fängt es letztendlich schon an. Und jede Krankheit hat nun mal eine Ursache. Bei mir war es damals die Herzgeschichte, bei anderen ist es, was weiß ich, eine Lebergeschichte, Nieren, dass man wirklich immer fragt, warum habe ich das? Und wenn man das hinterfragt, ist Heilung auf allen Ebenen definitiv möglich. Und vor allem darf man das Wort Heilung jetzt nochmal sagen, Healing, ne? Jeder Mensch heilt sich selber, wenn. Also das für die Kritiker, weil wir das Wort Heilung jetzt genommen hat, ich oder jemand anders, ein Guru gibt es dann nicht, ein Doktor. Niemals wird er euch heilen, wenn, dann heilt sich der Körper selber. Wir können höchstens mal die Hand geben, Anreize geben und das war's. Das darf man hier auch mal ganz einfach auseinanderhalten. Wir wollen hier weder Guru spielen noch irgendwas. Es gibt aber die Wunderheiler in den Philippinen, wo ich schon viele von gehört und gesehen habe, die den Krebs ohne Operation herausziehen, feinstoffliche OP oder wie das da heißt, keine Ahnung. Faszinierend, was es doch gibt. Das bedeutet, es gibt mehr als nur unseres bekanntes Wissen. Deswegen sollten wir versuchen, einen offenen Geist für die Zukunft zu haben, so dass wir auch mehr komplementär verstehen können. Meine Antwort dazu. Dem kann ich nur zustimmen und ich habe in meinem Leben wirklich schon viele Dinge erleben dürfen. Vielleicht würden einige sagen, es ist ein Wunder, aber es gibt die Aurachirurgie, es gibt die paranormale Chirurgie. Sie funktioniert definitiv. Die Energiemedizin, wie sie heißt, oder auch Informationsmedizin, denn alles ist letztendlich nur in Anführungsstrichen eine Information, aber das wäre mal eine extra Sendung über die Informationsmedizin, denn ich denke, das wird wirklich die Medizin des 21. Jahrtausends geben. Und aber einfach, dass die Menschen mal offen dafür sind und ich denke, man sollte da keinen zu irgendwas bekehren, das finde ich auch sehr falsch, aber heilen tut sich jeder selber. Also ich heile definitiv keinen, sondern man gibt einen Anstoß, so auch wenn ich mal einen Anstoß von außen brauche. Und aber wir haben alles in uns drin und jeder hat die Fähigkeit, egal in welch, vielleicht hört auch jemand jetzt zu, der in einer nicht so besonders gesundheitlichen Lage ist, aber da fällt mir jetzt, ich war vor einigen Wochen in Rom und hatte einfach die Gelegenheit, mit Bruce Lipton und Craig Braden mal sprechen zu können, kennen vielleicht einige, und es waren wirklich zwei spannende Tage. Und da kam man eben auch so auf das Thema der Spiegelneuronen, fällt mir jetzt einfach gerade nur so ein. Und die beweisen ja, das ist ja nichts anderes als, es ist ein spezielles neuronales Geflecht bei uns im Gehirn. Und euch ist ja sicherlich schon mal angefallen, wenn gegenüber einer sitzt, der gähnt, fängt er ja automatisch an zu gähnen. Oder sitzt einer gegenüber und schlägt das Knie über, dann schlägst du auch dein Knie über. Und damit, das ist sozusagen die Basis davon, egal ob du etwas erlebst, im Außen oder im Innen, dein Unterbewusstsein kann das nicht unterscheiden. Und ich sage das nur, wenn jetzt jemand zuhört, der vielleicht eine massive Erkrankung hat. Wenn er sich immer ins Bett legt, nur dreimal am Tag 10 Minuten und fühlt wirklich die Emotion,
ich bin wieder völlig gesund. Sein Unterbewusstsein kann das nicht unterscheiden. Und ich sage mir immer, ihr könnt nur gewinnen. Und wenn du dein Unterbewusstsein mit Repetition, also mit Wiederholung, immer wieder damit fütterst, man sagt immer so 21 Tagen, macht sozusagen Klick und deine ganze Chemie im Kopf wird so umgestellt, sodass die Heilungsprozesse in Gang gehen. Einfach mal nur mal einen Gedankenansatz, auch wenn vielleicht jetzt einige sagen, jetzt spinnt sie komplett, aber das ist definitiv bewiesen. Ja, das stimmt. Der Körper bewegt die Materie, macht die Materie, Körper, Geist, Seele, ne? Seele, Geist, Körper sollte es heißen. Ne? Es sind so viele spannende Felder. Klaus Volkermar hat ja die Feinstofflichkeit nachgewiesen, ne? Wissenschaftlich nachgewiesen. Ne? Also wir verlieren ja auch in der Nacht 1 Kilo, wenn wir in der Tiefschlafphase sind. Und dann hat er untersucht, der Dr. Klaus Volkermar, was denn da passiert. Und das ist schon faszinierend. Das kann jeder selber ausprobieren. Waage unter allen 4 Bettsockel stellen, Kameras aufbauen und probiert's aus. Ne? Und die Untersuchung könnte man bitte bei Dr. Klaus Volkermar gerne nachlesen, hören. Wir haben das auch im OKTOK-Archiv drin. Viele spannende Themen, ne? Und deswegen dieses komplementär zu denken, zu fühlen, zu sehen. Ich glaube, das ist noch die Herausforderung, weil wir jahrzehntelang unsere Wissen in der Schulmedizin haben, es gelebt haben und plötzlich merkt man, dass es doch noch mehr gibt und man möchte einfach sein Geschäft nicht kaputt machen lassen, aber das Geschäft dürfen wir die Gesundheit nicht sehen, sondern wir sollten die Gesundheit für Förderung sehen, wie der Arzt in Asien ja auch bezahlt wird für die Gesundung. Die Einstellung ist da auch eine ganz wichtige, die wir festhalten dürfen. Die Einstellung macht alles. Also damit beginnt alles. Und auch wenn einem jemand sagt, pass auf, du hast das und das, und leider gibt es immer noch auch in der Medizin dann solche Sätze, naja, ich sag mal, du hast nur noch 3 Monate oder du hast nur noch 6 Monate. Auch wenn einer das vielleicht meint, mit solchen Sätzen bitte vorsichtig sein, weil damit setzt man ja richtig ein Samenkorn der Angst. Und was solch ein Satz bewirkt, das ist, glaube ich, vielen gar nicht klar. Und es wäre schön, wenn zum Beispiel die Quantenmedizin, die eigentlich das best erforschteste, oder die Quantenphysik, eines der best erforscht, oh Gott, wie sagt man es auf Deutsch, erforschtesten Gebiete ist. Erforschten Gebieten, jetzt hast du Wortfindungsstörung. Ja, genau, ich brauche mehr Blaubeeren. Es ist wirklich vieles, vieles bewiesen. Man kann es nachlesen, auch bei PubMed, und dass das noch mehr in die Öffentlichkeit getragen wird. Das finde ich unendlich wichtig. Ja, ich glaube, der Jenne wollte vorhin noch was sagen und dann würde ich sagen, öffnen wir mal den Talk. Vielleicht haben wir ja ein paar Stimmen, die wir heute Abend hören dürfen. Jenne, nochmal dein Mikrofon. Ja, also bei dem, der Darm angesprochen wurde, das ist ja eigentlich der wichtigste, nicht eigentlich, das ist der wichtigste Organ in unserem Organismus. Und unser ganzer Körper, der funktioniert durch Schleim. Also Augenschleim, Nasenschleim, Mundschleim, der besonderste Schleim. Eben halt um den Darm rum. Wenn der nicht wäre, würden wir innerlich vergiften. Und da kann man halt eben unterstützen. Und Schleim essen, ne? Haferschleim, es gibt noch mehrere Sachen, was verschleimt und man da auch gut essen kann. Aber Haferschleim mit einem guten Schuss Öl, da kann man seinen Organismus halt mit unterstützen, dass er halt auch diesen Schleim aufbauen kann. Und da ist es eben halt sehr gut, wenn man Haferschleim morgens frühstückt, wenn man aufsteht oder dann, wenn man Hunger hat, wenn man, ne, wie sein Rhythmus ist. Das ist nochmal ein anderes Thema. Aber das ist eben halt sehr, sehr wichtig. Da ist das alles sehr gedeckelt drin. Da sind die höchsten Selen und andere Mineralien und Vitamine alles sehr hoch drin und auch gedeckelt, dass der Organismus das aufnehmen kann. Und da kann man eben halt mit unterstützen. Das wollte ich nochmal kurz mit einbringen. Nee, dem kann ich zustimmen, weil Hafer ist ja eines der gesündesten Getreide und es ist glutenarm und aber definitiv nährstoffreicher als andere Getreidearten. Und es legt sich, wenn jetzt jemand Darmprobleme hat,
kennt man ja noch von der Großmutter, dass man einen Haferbrei bekam, Haferschleim, aber mit Wasser gemacht. Und der legt sich wie so eine, ja, wie so eine wunderbare Schleimschicht über den Darm. Oder auch wenn jemand Diabetes 2 Patienten, sage ich das immer, macht mal 3 Hafertage, weil Hafer die Insulinresistenz oder überhaupt die ganzen Pankreas wieder gut reguliert, dann wundert man sich, was nach 3 Hafertagen passiert. Wunderbar. Und wieder tolle Tipps. Ich hoffe, ihr berichtet uns über eure Erfahrung, wenn ihr sowas probiert. Das gibt ja dann Bestätigung. So, ich fange mal an von unten nach unten nach oben. Wir haben hier ein paar Gäste. Mal schauen, wer am Mikrofon ist. Ich begrüße hier zumindest im Sprechen. Wer jetzt nicht hier drin sein möchte, kann sich wieder gerne in den Zuhörraum reinklicken. Der Walter ist bei uns. Die Maria 1, 2, 3, 4, 5 ist bei uns. Dann haben wir die Katharina Lee bei uns. Gunther aus Hamburg. Der Armin aus dem Sächsischen irgendwo. Er wird mich wieder die Ohren lang ziehen, er wird es dann verraten. Die Elfi ist da und die Elistial. Wer ist denn von euch am Mikrofon? Vielleicht mal ein bisschen flackern. Habt ihr ein paar Worte heute Abend? Keiner am Mikrofon? Heute ist keiner am Mikrofon. Ist ja interessant. Doch, da unten, die Maria. Die Maria ist da. Guten Abend, Maria. Guten Abend. Ich wollte fragen, wegen der Entgiftung, ist es nicht auch gut, Heilerde zu essen oder auch Bentonit Zeolit? Ja, hallo Maria. Das sind also zwei Dinge, die ich auch den Patienten oder auch mir selber, steht auch hier bei mir. Zeolit, dass man darauf, der ist sehr, sehr gut auf jeden Fall, abends mal so einen Teelöffel, dass man aber auf einen sehr reinen Zeolit achtet. Und die Heilerde ist auf jeden Fall gut, aber wenn du die Wahl hast zwischen Zeolit oder Heilerde, empfehle ich eher noch den Zeolit, weil er eben, wenn er einen entsprechenden, also fast 99% Gehalt an diesem Clinoptilolit hat, die Schwermetalle besser binden kann. Aber auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Geschichte, um Schwermetalle zu binden, ja. Ja, ich habe auch eine Zeit lang mal wie nannte sich das, Haferspelzen, entfettete Haferspelzen zu mir genommen und die wirken wie so Zähneputzen im Darm, habe ich gehört. Da gebe ich jetzt ganz ehrlich zu, das ist mir nicht bekannt und von den Haferspelzen, also ich kenne nur den Haferschleim, aber werde ich mich mal schlau machen. Ja, Maria, hast du noch was? Dann nochmal und ansonsten danke. Moment nicht, Dankeschön. Ja, schauen wir mal, ist denn noch wer in der Runde? Mag jemand noch was sagen? Wer war das? Die Katharina? Katharina ist da. Katharina, guten Abend, Katrin. Hallo, grüß dich. Hallo, Birta. Hört ihr mich? Wunderbar. Bitte, dein Mikrofon und der Jenny ist danach dran. Gut, eine Frage, Jutta. Du hast ja vorhin die Helen Blackburn angesprochen, richtig? Und hattest auch die Blaubeeren erwähnt. Also ich kenne nur das Astragalus-Extrakt. Ich weiß nur, dass sie von diversen Pflanzen der Galgant-Familie Forschungen durchgeführt hat, davon 240 Paare isoliert hat und herausgefunden hat, dass Astragalus die Pflanze ist, mit dem höchsten Wirkungsgrad in Bezug auf die Regeneration und den Wiederaufbau der Telomerenenden. Und jetzt wollte ich mal fragen, was das mit der Blaubeere auf sich hat. Vielleicht kannst du darauf nochmal Bezug nehmen. Das wäre schön. Ja, hallo Katharina. Danke für die Frage. Ja, also ich meine die Frau Elisabeth Blackburn und die, wie hieß sie, Elisa Epel, die zwei haben das Buch meines Wissens geschrieben. Und da ging es um diese Anfälligkeit der Entzündungen und damit auch die Telomerase also die Anfälligkeit für chronische Entzündungen zu reduzieren und die Telomeraseaktivität zu erhöhen. Da schrieb sie, dass man beispielsweise Holunder, Brombeeren, Blaubeeren eben oder verschiedenen Weintraubensorten, ich glaube, da waren noch gelbe Zwiebeln dabei und rote Tomaten und natürlich jetzt auch Omega-3-Fettsäuren diese ganzen Prozesse optimieren kann. Und diese Blaubeergeschichte kam uns dann noch von einer anderen Seite.
zu, ja, in den Weg sozusagen, weil ich weiß nicht, ob dir zufällig das Buch auch von dem Anthony Williams was sagt, wo er schreibt, das wäre die adaptogenste, also die anpassungsfähigste Frucht der Welt. Da waren wir natürlich erstmal skeptisch und haben gedacht, na ja, was soll das denn jetzt sein? Bis wir gemerkt haben, es gibt 150 verschiedene Sorten, aber es gibt nur eine Sorte, dass wenn man die in einem speziellen Prozess extrahiert, die eine massive, extremst hohe antientzündliche Wirkung hat und was noch wichtiger ist, die diese Gefäßstabilität, also diese Matrix erhält, das ist sozusagen noch wichtiger, damit sozusagen unser ganzes Grundgerüst stabil bleibt. Und wir haben das dann wirklich wir haben natürlich viel recherchiert und unsere eigenen Versuche gemacht, und waren und sind täglich überrascht, was da wirklich möglich ist. Das ist allerdings, wie gesagt, sehr hoch konzentriert. Und man müsste, wenn man, also in einer Kapsel, so viel Erdbeeren kann man gar nicht essen, weil in der Schale sind schon sehr viele Wirkstoffe. Aber um diesen massiven entzündungshemmenden Effekt zu haben, brauchst du das über 25, das nicht 25, sondern das 250-fache. Und so viel kann man gar nicht essen. Und das war der Hintergedanke, weil ich zuerst gesagt habe, na super, ich esse lieber eine originale Frucht, anstelle sie zu verarbeiten, so wie wir es ja eigentlich kennen, was Mutter und Natur uns gibt, warum soll ich das jetzt irgendwie noch verarbeiten? Was aber dann ganz spannend ist, bei dieser Verarbeitung entstehen sogenannte Hitzeschockproteine. Das heißt, die Blaubeere muss sich durch diesen Prozess verteidigen und entwickelt noch höhere Abwehrkräfte. Und die bewirken dann wieder, dass entsprechende Gene noch freigesetzt werden, die in unserem Körper diese Heilung durchführen können. Also es ist ein ganz, ich kann dir da auch gerne mal was zuschicken, wenn du das nachlesen möchtest. Es ist ein ganz, ganz interessanter Prozess, der eine dann so ein bisschen umdenken lässt. Also ich habe ja, also mich würde das auf jeden Fall interessieren und ich würde mich freuen, wenn du mir da mal was dazu zusenden könntest. Ich habe vor einigen Jahren, das war 2014/15, mal Astragalus-Extrakt ausprobiert, als ich extrem erschöpft war und es ging mir wirklich gar nicht gut, aber ich kam auch nicht in Ruhe, auch durch verschiedene Umstände. Und ich habe gemerkt, dass Astragalus-Extrakt wirkte sehr gut. Allerdings hatte ich einen Extrakt gewählt, wofür ich 130 Euro bezahlt hatte im Monat. Und das war natürlich ziemlich teuer. Deswegen wäre es schön, wenn ich irgendeine andere Möglichkeit hätte, wo ja so ein Surrogat vielleicht finden könnte, um Astragalus. Also im Moment baue ich mein eigenes Projekt auf und deswegen bin ich ganz froh, wenn vielleicht noch der eine oder andere Euro für Gesundheit übrig bleibt, ja, muss ich ja auch einplanen. Aber so ist mir das nämlich begegnet im Zusammenhang mit dem Astragalus-Extrakt und jetzt mit der Blaubeere, das habe ich jetzt noch nie gehört. Blaubeere, Heidelbeere ist wahrscheinlich das Gleiche, ja? Das sind immer unterschiedliche Bezeichnungen, je nachdem, wo die herkommt. Also Bilberry, Blueberry, Heidelbeere, auch da gibt es ja ganz, ganz viele verschiedene Bezeichnungen. Und bei uns ist es eine spezielle Bilberry, es muss eine Bilberry sein, damit du eben diese Wirkung entsprechend hast. Und ich glaube, es hat auch alles seine Zeit. Ich meine, Astragalus ist in der TCM-Medizin, ein wirklich hervorragendes Adaptogen und hat auch absolut seine Berechtigung. Und man kann ja einfach mal austesten, vielleicht ist jetzt einfach die Zeit reif für etwas anderes. Also es ist immer, hat ja alles so seine Zeit. Und wir haben auch eins kombiniert, oder die Firma, die das hergestellt hat, mit einem Cordyceps. Und wir haben gemerkt, der Cordyceps versteht sich sehr gut mit der Blaubeere. Also auch da kann man so Synergien schaffen. Und aber wenn es ein gutes Astragalus-Präparat war, dann war es mit Sicherheit auch den Preis wert. Also du wirst es aber dann selber gemerkt haben. Ne? Mhm. Ja, also geh nicht nach dem Preis, sondern guck einfach, den Tipp gebe ich auch immer vielen, schaut mal drauf, was wirklich drin ist. Und wir kriegen jetzt auch immer so, oder die Firma, die das da herstellt, mit denen ich da so meine Erfahrung gemacht habe,
Es gibt einige, die auch auf dem Markt sind. Da steht aber dann ganz klein unten drunter, Achtung, nicht für Schwangere zu nehmen. Sollte einem zum Beispiel auch schon mal, da steht aber auch Bilberry-Extrakt drauf. Ich meine, dann sollte man da auch schon hellhörig sein. Also lest immer auch das Kleingedruckte. Ganz, ganz wichtig. Also das, was ich hatte, war bioverfügbar, also im Prinzip biologisch natürlich, ne? Und es waren Kapseln. Und ich habe aber auch schon später gesehen, dass es Tropfen gibt, ne? Oder ja, also Tropfen oder Öle gibt, ne? Allerdings, ich wusste nicht, wie da der Wirkungsgrad ist, ne? Aber es ist sehr interessant, auf jeden Fall, das mit den Blaubeeren. Das, da komme ich nochmal auf dich zu. Sehr gern, einfach anschreiben. Ja, mache ich. Und zum Thema Blaubeeren, du hast ja gesagt, so viel kann man ja gar nicht essen. Ja, vielleicht isst man jeden Tag immer wieder welche. Und dann hat man zumindest immer mehr von dem Stoff doch im Körper drin, wenn man jeden Tag die regelmäßig isst, oder? Also ich liebe auch Blaubeeren und esse die auch, wenn es sie hier irgendwie gibt. Und um aber diese massive adaptogene Kraft zu haben, macht natürlich diese Konzentration. Also da reicht dann präventiv eine Kapsel, reicht wirklich aus pro Tag. Und das ist aber so, in der einen Kapsel, da müsstest du schon 3, 4 von diesem Bio essen und da hättest du es immer noch nicht. Also weil du brauchst wirklich von 0,1% auf 25%, kannst du dir ausrechnen, ja, wie viel mehr man essen müsste, um diese Wirkung zu erhalten. Das ist einfach laut, ja, leider mit unseren momentanen Umweltverhältnissen fast nicht mehr zu schaffen. Da ist ja dann auch besser, wenn man Tropfen nimmt, wenn es das gibt, weil ich habe gehört, auch in den Kapseln, die Wirkung ist ziemlich niedrig aufgrund von Zellstoffen, die da mit drin sind, vielleicht auch noch andere Substanzen. Also Kapseln ist nicht das Optimale, habe ich immer wieder gehört. Es kommt auf den Herstellungsprozess an. Wir haben Kapseln, wir haben aber keine Füllstoffe, definitiv nichts drin. Und es wird auch in Deutschland hergestellt. Also die Firma, die das da herstellt, wir waren da und haben uns alles angeschaut. Und natürlich kostet alles mehr, keine Frage. Aber man kann das natürlich auch made in Pünktchen geben lassen und alles mit Füllstoffen auffüllen lassen. Aber ich gucke da doch lieber gerne morgens noch in den Spiegel und sage, okay, ich weiß, es hat alles seine Richtigkeit. Und es ist immer eine Frage des Herstellungsprozesses, was am besten wirkt. Also wir haben eine sehr, sehr gute Bioverfügbarkeit und das war uns dann wichtig. Ja, klar. Die Frage ist immer für mich, was ist zugelassen vor allem, ne? Zugelassen, weil es gibt ja Herstellungsprozesse, die ja von Pharma und was weiß ich, Gesundheitsministerium, man zumindest als Arznei zulässt, ne, wenn es ein Arznei ist, oder man bezeichnet das dann halt als anderes, ne, als Badezusatz, dann kann das vielleicht anders sein. Da gibt es so schräge Gesetze, da bin ich aber nicht der Tiefenfachmann, aber der Herstellungsprozess, da habe ich gehört, gibt es halt auch Normen. Ja, also du kannst nicht einfach warte. Was nehmen. Oh, entschuldige. Nein, ich habe mein Mikrofon nicht richtig zugeklickt. Entschuldigung, da war ich zu schnell. Ja, das stimmt und ich finde es auch sehr gut, dass es da Normen gibt, die man einhalten muss. Also es ist schon ein relativ langer Prozess, bis dann alles so ist, wie man es gerne hätte. Aber es hat auch seinen Sinn, wie ich finde, weil es wird auch viel Unfug damit getrieben. Und ja, wir wissen, wir sagen dann auch immer, fühlt einfach in euch rein, entscheidet selber und ja, jeder ist da seines Gesundheites Schmied. Aber ich glaube, das kann ich schon ganz guten Gewissens da empfehlen. Auf jeden Fall. Jetzt holen wir doch mal den Jenne noch mal rein. Der Armin ist gerade rausgefallen. Ich weiß nicht, ob er am Mikrofon ist, ob er auch was sagen möchte. Wenn, dann mal flackern mit dem Mikrofon. Das tut er nicht. Okay, dann Jenne, dein Mikrofon bitte. Wo du die Heidelbeeren gerade ansprichst und du hast ja auch gesagt wild und es gibt ein paar Sachen, die man doch noch aus dem Supermarkt holen kann, ja. Und das sind zum Beispiel wilde Heidelbeeren, ja, die frisch geerntet werden und sofort schockgefrostet werden. Die sind noch sehr hoch an Energie. Ist ein sehr toller Tipp, den habe ich damals auch irgendwo aufgeschnappt und habe das auch gleich erstmal verfestigt und auch sogar in Verbindung dann mit Haferschleim.
ne, morgens frühstücken, es ist lecker, wunderbar und tut man was Gutes. Und dann habe ich bin ich dann noch auf Traubenkernextrakt gekommen, die viel Sonne getankt haben, wo viel Bor drin ist. Da kann man den Organismus auch noch mit unterstützen. Und dann, also alles nützt nichts. Man kann noch so viele Sachen zu sich nehmen, wenn man die Ursache nicht angeht. Also wenn man seine Ernährung nicht umstellt, sich das anguckt, was man da wirklich isst. Ne, also Nahrungsmittel nachempfunden, meistens ist es dann auch noch voll mit irgendwelchen Chemikalien, mit Geschmacksverstärkern und Konservierungsstoffen. Und da sollte man, also das ist im ersten Moment, wenn man davor steht, ist das alles sehr, sehr kompliziert und viel, weil man gar nicht weiß, wo man da anfangen soll und ob das wirklich das Richtige ist. Wenn man da denn hinguckt, dann findet man, was richtig ist. Und beim zweiten Mal hingucken erkennt man dann, ach, scheiße, ist ja doch gar nicht so gut. Und dann, ne, denn das ist so ein Prozess, ich sage immer, wie es laufen lernen. Aber ne, so ist das auch mit der Ernährung und den ganzen Sachen. Also, weil, ja, Nahrungsmittel nachempfunden und voll mit den Chemikalien noch dazu. Und das sollte man sich dann auch angucken, dass man da vielleicht den Wandel reinbringt und sich gesund ernährt. Und vielleicht nochmal, unser Körper funktioniert in 8-Stunden-Zyklen. Das heißt, 8 Stunden Nahrungsaufnahme, 8 Stunden Verdauung, 8 Stunden Abfuhr. Und wir essen ja teilweise 4-5 Mal am Tag und dann macht der Organismus eine Achterbahntour, weil er das alles bewerkstelligen muss, obwohl er sich eigentlich für eins einsetzt. So, dann entweder nur die Aufnahme, dann die Verdauung, dann die Abfuhr. Und dann schaltet der um, ist geht dann in die Verdauung. Und dann kommt schon wieder Nahrung hinterher. Ne? Dann muss er schon einen Spagat machen, um das zu bewältigen. Und eine Zeit lang später, dann hat er schon wieder umgestellt in die Abfuhr und kommt wieder Nahrung hinterher. Und dann ist es schon so ein Dreiergestirn, was da denn am Wirkeln ist, was er bewerkstelligen muss. Und man kann das so machen, wenn man halt isst über Tag, seine letzte Mahlzeit zu sich nimmt, dann halt 16 Stunden lang nicht essen. Ja, also wir sind da von selbst so drauf gekommen und haben später dann erst gefunden, diese 8-16 Diät heißt es. Aber das hat eben halt was, wie gesagt, damit zu tun, was ich gerade aufgezeigt habe. Und ja, also es ist immer sehr umfangreich und noch feinstofflicher, aber es ist wert, sich damit auseinanderzusetzen. Es geht um uns und um sich selbst. Ja, ich denke, es ist immer eine ganzheitliche Geschichte und letztendlich soll jeder entscheiden und reinfühlen, was für ihn passt. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Und unsere Lebensmittel haben eben leider nicht mehr die Vitalstoffe oder Mikronährstoffe, die sie brauchen. Und ich glaube, da muss dann jeder für sich selber entscheiden, was braucht mein Motor. Super. Und jetzt? Deswegen war es kurz leise. Ich habe gerade auf meinen Player geschaut. Wir machen eine Musikpause und da kommt Whitney Houston, hast du dir ausgesucht. Und wie kann das heißen? One Moment in Time. Musik ab. Bis nachher. Ja, da sind wir wieder zurück mit energetischer, starken, emotionalen, erreichbaren fürs Orgel Musik, die wir gespürt haben, denke ich. Danke für diesen Einspieler, liebe Jutta. Ja, Jutta Suffner mit 2 F, friedrichf.com. Ja, und sie bietet ja auch einiges an. Wenn ihr heute neugierig seid, dann bietet sie Beratungstermine telefonisch an. Ihre E-Mail info@juttasuffner.com oder sie hat auch ein Kontaktformular, möchte ich mal darauf hinweisen. Das dazu. Jutta, haben wir heute was noch vergessen? So frage ich mal. Ansonsten würde ich die nächste Frage schon wieder an dich richten zum Thema heute Abend. Ich glaube, so die Grundlagen sind gelegt. Es ist ein unerschöpfliches Thema. Aber ich glaube, zumindest haben wir so einige Dinge anreißen können.
Super, dann haben wir das auch schon mal so heute verstanden, hoffe ich, draußen. Wie gesagt, Feedbacks sind immer erwünscht, wir freuen uns. Jutta, bist du auch als Referentin unterwegs? Trifft man dich live oder trifft man dich jetzt nur da, wo du jetzt bist, in deiner Praxis? Nein, man trifft mich eher live unterwegs, denn ich finde es viel, viel wichtiger, dass man das Wissen an die Menschen bringt, damit sie sich selber helfen können. Und jetzt zum Beispiel am 16. Oktober in Köln machen wir auf jeden Fall einen Vortrag und es sind weitere geplant. Generell jetzt, da geht es jetzt nicht nur um Blaubeeren, sondern vielmehr einfach um ja chronisch gesund. Das ist so unser Thema oder auch mein Thema, die Informationsmedizin, dass man den Menschen die Tipps einfach an die Hand gibt, wie sie lange gesund bleiben. Jetzt wird es auch noch einen nach der Leserechtschreibkongress, einen Online-Kongress geben, der ist allerdings erst nächstes Jahr. Da geht es eben um die Kindergesundheit. Kinder ganz, ganz wichtig, denn ja, da beginnt alles, beziehungsweise natürlich schon bei der Mama, die das Kind im Bauch trägt. Also Wissensvermittlung, das ist eher mein Ding. Praxis ja, mit meinem Delta-Scan auch ein Informationssystem, jetzt noch hier an der Mosel, ab Februar dann an der Ostsee. Und aber zwei Drittel sollten der Wissensvermittlung vor Ort oder auch eben online gelten. Also da bin ich ganz offen, wenn jemand sagt, Mensch, ich wohne so weit weg, dann machen wir eben Online-Beratung oder auch mal ein Online-Webinar. Das ist gar kein Problem, bin ich offen für. Super, also Jutta ist greifbar für euch und das ist gut so. Ich habe mich heute wohlgefühlt. Schauen wir mal, ob wir noch eine Stimme bekommen, eine Art Feedback-Runde, Abschlusswort für den heutigen Abend. Hier in der Runde ist noch die Maria, zumindest der Jenny, den haben wir auch gehört, den Gunther haben wir heute noch nicht gehört, den Armin auch nicht und die Elfi auch nicht und die Elistial ist auch noch hier, zumindest haben wir sie noch nicht gehört. Vielleicht wollen sie noch was sagen für eine Feedback-Runde. Maria, ich gebe dir mal von unten nach oben das Mikrofon. Maria, wie hat denn dir der Abend gefallen? Na, ist er doch nicht am Mikrofon. Dein Mikrofon ist noch auf stumm, vielleicht oben entstumm, wenn du reden magst. Schade. Ja, dann gehen wir mal weiter zum Armin. Armin, bist du da? Ein paar Feedbacks, Abschlussworte? Nicht da, Elfi auch nicht da. Und die Elistial auch nicht. Doch, die Maria ist da. Doch, ist sie da. Maria, dein Mikrofon. Ja, Entschuldigung, ich habe den Knopf nicht gefunden, wie ich mich jetzt wieder freischalten kann. Ja, vielen, vielen Dank. Das hat sehr viel gebracht heute Abend. Ja, weiter so. Danke. Ich bedanke mich bei euch. Wunderbar. Jenne, der Abend auch für dich. Wie hast du es empfunden? Ja, es ist eine kleine Zeitreise wieder. Und du weißt ja, ich finde das immer sehr spannend, dass wir über diese Themen sprechen. Und im ersten Moment hört sich das immer alles sehr kompliziert an. Aber im Endeffekt ist es eigentlich, nicht eigentlich, ist es einfach. Das ist wie eine Mathematikaufgabe, die man vorher gar nicht konnte. Wie muss das denn? Und wenn man sie konnte, dann ist es ganz einfach. Und so ist das auch damit, das zu verstehen mit der Nahrung und unserem Organismus. Und es lohnt sich da mal, also das anzugucken und auch anfangen umzustellen, drauf zu achten, ne, was man zu sich nimmt, denn ändert sich schon von selbst ganz viel. Ne? Ganz viel kann unser Körper auch selber schon bewerkstelligen und herstellen. Und ja, sehr spannendes Thema und ich freue mich auf die nächste Sendung. Danke, Jutta. Danke. Ja, Jutta, wenn ich jetzt so auf die Uhr schaue, wir gehen heute ein bisschen früher raus, habe aber noch eine Frage. Jutta, was wünschst du dir überhaupt für dich und dein Leben? Wenn du heute so in die Welt schaust, das ist jetzt was Privates einerseits, brauchst du ja nicht beantworten, aber wenn man so in die Welt schaut, gibt es die schönen Dinge, die man immer sieht und die sollen auch im Vordergrund sein, aber man sieht auch diese hoffentlich dann in den Schubladen gesteckten nicht so schönen Dinge, wo man nicht immer dran denkt. Ne? Und was wünschst du dir für die heutige Zeit, 2019, und wie ja, fühlst du dich in dieser Welt momentan? Das ist eine interessante Frage, Klaus. Also ich glaube, wir haben momentan sehr bewegte Zeiten. Das merke ich nicht nur an mir, sondern in meinem ganzen Umfeld.
Aber wir haben die Chance, ich sag mal, bei dieser Fahrkarte, die wir hier lösen durften, als Menschen Erfahrungen zu machen, die unendlich spannend sind. Und was ich mir wünsche, ist einfach mit mehr, und da schließe ich mich absolut mit ein, mit mehr Bewusstsein und mit mehr Achtsamkeit durchs Leben zu gehen, weniger zu hetzen, zu hechten und vor allen Dingen darauf zu achten, wie man mit dem Gegenüber umgeht in der Wortwahl. Und was ich mir mehr und mehr wünsche, deswegen auch meine Vorträge, meine Seminare, gebt dieses Wissen raus, behaltet nichts für euch, weil nur zusammen sind wir stark. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Ich lerne hier von jedem Patienten. Ich kriege immer wieder neue Anstöße, bin unendlich dankbar dafür, wie jetzt auch heute Abend. Und das finde ich einfach ganz wichtig. Behaltet das bitte nicht für euch, sondern alles, was ihr wisst, gebt es einfach raus. Und es ist auch genug für alle da. Ja, die Fülle haben wir. Und wenn deine Eltern es dir nicht beibringen konnten, ja, dann haben deine Eltern etwas nicht gelernt. Und wie wollen denn deine Eltern dir was weitergeben, wenn sie es von ihren Eltern nicht gelernt haben? Und wenn wir heute dieses Wissen bekommen dürfen, dann sollte es unsere Aufgabe sein, einfach darüber zu sprechen, damit viele wieder dahin kommen. Und man beobachtet auch mittlerweile, so empfinde ich, es gibt so vieles Alternatives, Komplementäres, Beispiel der Internationale Kongress in Wien, der Komplementärmedizin. Es findet ja auch nächstes Jahr im Mai wieder statt, den werden wir auch übertragen. Und vieles Anreize, wo wir neue Wege gehen dürften. Und der Johann Leubner hat immer gesagt, wer hat die Schulmedizin so hochgejubelt? Das ist doch nicht richtig. Die richtige Medizin ist die Naturheilkunde. Ja, und das ist die älteste. Und daraus bedient sich natürlich die Schulmedizin und macht ihre Extrakte. Aber das ist jetzt die Frage. Manchmal ist es sinnig, solche Konzentrate, sage ich dann, in Form von Tabletten zu haben. Jedoch auch alles fragwürdig, weil man heute auch, wie ihr in der Sendung festgestellt habt, die Symptome, also die Außenhaut, mehr bedient wird statt die Ursache. Und deswegen einen Horizont zu erweitern, heißt komplementär denken, Offenheit auch zu anderen Wissen und nicht immer sofort eine Antwort haben, ja, es ist halt so. Wenn man was nicht beweisen kann, heißt es nicht, dass es nicht existiert. Und das ist das Mystische dann, weil der Mensch ja dann in seinem Kopf und Ego-Verstand sich womöglich festhält. So, genug wieder geredet, Jutta. Vielleicht magst du noch was dazu sagen, aber es war wirklich eine Ehre für mich, dich heute hier wieder zu haben. Zweite Sendung und ich bin freudig heute mit dir dabei gewesen. Ja, danke schön. Und eins möchte ich wirklich noch allen mit auf den Weg geben, weil ich habe ja nur wirklich auch jetzt diese massive Krankheitsgeschichte dahinter mir. Und viele Patienten fragen immer, sagen Sie mal, wie haben Sie das denn gemacht? Und mir ist einfach immer wichtig zu sagen, Leute, ihr habt alles in euch, definitiv, auch wenn ihr jetzt vielleicht irgendwo gegen der Wand steht und meint, es geht nicht mehr weiter. Es geht definitiv weiter. Mir hat man damals auch gesagt, es gibt nichts mehr. Und ich habe es auch geschafft. Also diesen Mut den Leuten zu machen und auf keinen zu hören, auch nicht auf mich, nur auf euch, auf eure Intuition, denn sie ist definitiv da. Und auch wenn euch jemand sagt, was weiß ich, das könnt ihr nicht mehr oder da kann man nichts mehr machen oder ihr seid zu alt oder was weiß ich, glaubt es bitte nicht. Glaubt nur euch, denn es ist alles in euch. Und das ist mir einfach nochmal ganz, ganz wichtig zu sagen. Und ich finde, dieser Mut, der muss weitergetragen werden. Und vielen Dank, Klaus, dass ich nochmal hier sein durfte. Immer doch gerne, Jutta. Du siehst, Ogidok, dort sind die Menschen. Und wir haben ja auch diesen Artikel geschrieben. Der wurde sehr oft gelesen. Ich habe die Zahl jetzt nicht im Kopf. Auf jeden Fall dreistellig ist er ganz sicher. Ich schaue mal ganz kurz drauf. Das heißt, die Leute sind auch sehr interessiert. Und ich aktualisiere noch mal kurz den Artikel. 201 Mal ist er jetzt gelesen worden. Und dort gibt es die Funktion
auch zu schreiben, eure Erfahrungen oder dich direkt zu kontaktieren. Was auch immer, viele Wege. Ich danke immer an diese tollen Zuschriften per E-Mails auch oder übers Kontaktformular bei OKTalk und die Spenden, die immer wieder reinkommen. Ein großes Dankeschön auch dafür. Es hilft uns wirklich weiter. Ja, Jutta. Und deine Zeit, ich hoffe auf ein baldiges nächstes Mal. JuttaSuffner.com mit 2 F geschrieben. Ja, winken wir doch beide raus. Du hast noch einen Song mitgebracht und das ist Forever Young. Und das ist von Alphaville. Jutta, sagen wir tschüss, gell? Tschüssi, bis bald, bleib gesund. Tschüss. Radio Ohr.